Oh, warte! Vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass ich hier... dass ich hier runtergekommen bin. Ja, ich bin natürlich Spitzenreiter und hinten ist Peach die Olle. Wir machen erstmal... Daisy? Warum Daisy? Press Start. Oscar. Die Lotterie entscheidet und zwar Sterne für nur 5 Münzen. So sieht's nämlich aus, Freunde. Okay, Entschuldigung. Alles klar, Luigi. Gönn dir, mein Freund. Ja. Gönn dir. Sie leistet sich jetzt erstmal 4 Sterne. Geht klar, würde ich sagen. Aber ich kann mir ein bisschen mehr leisten und zwar... 9! Easy. Ja, Peach, mach du mal dein Ding. Was? Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Dieses Platztausch-Dingsbums da. Das war keine gute Idee, das da nach unten zu setzen. Fällt mir halt gerade mal so spontan ein. Die gönnt sich auch 4 Sterne. Jetzt geht's halt ab, ne? Jetzt geht's ab. Aber ist natürlich verständlich, dass es jetzt krass abgeht, weil... Aber wir gönnen uns natürlich auch. Zack, mit dem Doppelwürfel schießen wir uns da jetzt nach oben. Oh, 2 Sterne mehr, würde ich sagen. Beziehungsweise... Oh nein. Na, wo, ich lande auf dem Kampfminispiel. Nice. Komm, hauen wir mal kurz die gute Peach. Ja, gib uns Sterne. Nö, 20 Münzen ist ja low. Ach, warte mal, sie verliert ja nur 4. Ja, klar. Aber bitte nicht Garagengleiter. Türkische Neonbrücken. Ah, das war einfach, oder? War das einfach? Bewegen, springen. Ja. Das war nur ein Jump'n'Run. Das dürfte ich eigentlich können. Ja, also. Glaube ich. Komm, Peachy. Fall einfach runter. Es ist gar kein Problem, da zu verlieren. Ja, es ist überhaupt kein Problem, weil... Ja, ich meine, es ist easy, ne? Es ist gar kein Problem, Peachy. Kannst gerne runterfallen. Ne, das ist gar kein Problem. Ne, verpiss dich mal bitte. Ja, kannst du dich mal bitte verpissen? Bitte? Ja, Opfer. Ne, dann holen wir uns mal kurz von unseren 20 Münzen 24 zurück. Kann man auch mal machen. Ja. Ich meine, bringt mir jetzt nicht viel. Doch, bringt mir was. Und zwar kann ich mir jetzt ganze 8. Schnell. Nein. Na. Lol. Nicht Glücksgriff. Ja, fickt euch doch in euer Arschloch, Alter. Wieso denn Glücksgriff gefällig? Das ist doch... Oh, Mann. Warum Glücksgriff gefällig? Jetzt mal ernsthaft. Das ist halt wirklich ein Glücksgriff. Und ich habe jetzt nicht geguckt. Ich meine, da kann man eh nach nichts gucken. Aber ich fühle mich halt besser, wenn ich nach etwas gucke. Okay? Danke. No. Haha, Opfer. Ich kann eigentlich nur noch was Gutes bekommen. Die 5 oder die 3? Na, die 3. Naja, ist auch okay. Solange ich nicht den Bowser später bekomme. Okay, komm, wir gehen auf die 5 oder die 10. Zack, wir nehmen die goldene Mitte. Da habe ich ein ganz gutes Gefühl. Alles klar, Freunde. Da habe ich ein ganz gutes Gefühl, habe ich gehört, ne? Ich meine, die 5 kann es noch immer werden. Nur? Na, die 3. Ist jetzt nicht so viel, ne? Eine 10 wäre nochmal was Angenehmes. Oder ein Bowser wäre auch super. Für Luigi am besten. Wir nehmen jetzt das hier. Das linke da. Links Mitte. 4. Ah, der Typ hat gewonnen. Oh
Oder ich, wenn ich eine 10 habe, wenn ich eine 10 habe, dann habe ich gewonnen. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Das wird nicht passieren. Ah! So was passiert nur in Mario Party DS, meine Freunde. Nice! Entschuldigung, das war ein bisschen laut. So, Mikrofon wieder kurz richten, warte mal. Perfekt. So. Damit kann ich eigentlich leben. Sag mal. So. Okay. 67 Münzen. Ich will ja nichts sagen, aber ich gönne mir, glaube ich, jetzt gleich ein paar Sterne. Ha! Easy. Boah, aber das, der fordert ja nicht mich heraus. Alles gut. Alles gut, der fordert nicht mich heraus. Alles easy. Wow, es geht. Peach hat gewonnen. Hm, nett. Okay, sie hat auch wieder 20 Münzen. Okay, kann man auch mal machen. Nice. Eine Schnapptasche. Wem will sie denn was wegnehmen? Ach, Daisy. Die Sache ist, wenn halt dieses 5-Sterne-Dingsbums da aktiviert wird, dann ist das so easy hier. Ha, Opfer. Ja, es ist echt easy hier. Ne? Muss man so sagen. Und ich hoffe, ich komme jetzt zum Stern, weil dann zünde ich mir jetzt tatsächlich... Warte. 13 Sterne. Sehe ich das richtig? 13 Sterne? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ja, moin. Ich zünde mir mal kurz 13 Sterne. Okay. Nice. Ich bin halt einfach der Boss. Und das kann mir auch keiner mehr nehmen mit 13 Sternen. Ja, keine Chance, dass mir das jemand nimmt. Dass ich hier der Boss bin. Keine Chance. Keine Chance. Und jetzt rushen wir in den restlichen 3 Runden auch einfach nochmal kurz hoch, weil es halt so easy ist. Ja, gar kein Problem. So, 2 geteilte Zugjagd. Ja, das kenne ich. Das ist Abzeichen und Wählen, rasch drücken, um zu rennen. Okay. Ja, da bekomme ich hin. Da bekomme ich hin. Ist halt ein Glücksspiel, mehr oder weniger. Ja, ich gehe nach links. Okay, ich glaube, da muss man nicht schnell drücken. Daisy! Daisy, schaff das! Du schaffst das, Daisy! Du bist nicht scheiße! Oh doch, sie ist scheiße. Dann nehmen wir jetzt einfach rechts, weil wegen ist so. Ja, und ich hoffe, natürlich. Drei, zwei, eins, zack, easy. Ich bin ihm entkommen, weil das so einfach war. Und jetzt nochmal rechts, nochmal wieder nicht rechts gehen. Nochmal wieder nicht rechts gehen. Doch, natürlich geht er nochmal rechts, gar kein Problem. Okay, komm. Hä? Musste ich jetzt gar nicht. Ich musste gar nicht drücken. Warum das denn? Hm. Gut. Gar kein Ding. Da kann ich nichts für, ne? Ich meine... Kurz mal 10 Münzen. Kein Ding. Passt. Okay, Luigi, let's go. Eine 9. Schafft das damit zum Stern? Nein. Aber ein Feld davor. Naja, Luigi, du hast 10 Münzen. Komm, Bruder, gönn dir auch mal 2 Sterne. Ja. Ich bin schon wieder dezent überheblich. Oh, haha, jetzt wird's aber... Interesting. Interesting. Na, ist ja langweilig. Ist ja langweilig. Ist ja langweilig. Flusen auf der Flucht, na dann. Bewegen und springen. Da, dann machen wir mal, ne? Ich hoffe, ich kann das Spiel... Ist einfach nur ein Jump'n'Run auch, ne? Oh Gott! Ich wusste nicht, dass ich da nicht draufstehen darf. Okay, ja, ich war etwas zu überheblich, aber der eine Stern tut mir halt auch nicht weh.
Alter, wenn das jetzt in einer anderen Party gewesen wäre, wo die Sterne wirklich wichtig gewesen wären. Oh, ich hätte mir gerade so in den Arsch gebissen. Holy shit. Ich hätte halt nicht mal ein Safe State gesetzt gehabt. Also, ich hätte keine Chance gehabt, das rückgängig zu machen. Scheiße, war das gerade. Oh Gott, war das peinlich. Ja, das Karma. Das Karma ist noch immer da, aber gegen meine 12 Sterne, die ich noch immer habe, kann es trotzdem nichts machen. Das ist nicht möglich. Ja, okay. Ja, gehen wir mal kurz in den Itemladen. Gib mir mal kurz einen 3x-Block, bitte. Ach, eine Sternröhre. Ja, klar. Eine Sternröhre, chillig. Nee, ich möchte kein Item kaufen, oder? Will ich noch eins? Nein. Sehr gerne. So. Den 3x-Block, den benutzen wir dann nächste Runde. Ah, alles klar. Okay. Oh, sheesh! Joi! Buhu, wo bist du? Alter! Okay, das Karma hat, glaube ich, gerade null Chancen gegen mich. Das Karma hat gerade null Chancen gegen mich. Da kann ich noch so überheblich sein. So, das mit den Mützen. So, zack, zack. Wunderschön. Nochmal so einen mit der Mütze. Na komm. Da ist doch sicher nochmal einer mit der Mütze hier irgendwo. Na komm, gib nochmal so einen mit der Mütze her, bitte. Nein, eher nicht so. Ich meine, ich habe doch schon ein paar gefunden. Also, so einen mit der Mütze muss es hier noch geben irgendwo. Ja, okay. Ja, die Frage ist, waren wir jetzt stärker oder war Daisy stärker? Es war Renvier. Um 1. Ja, 1 ist besser als keins. Ne? Alles klar, wir können uns wieder 8 Sterne holen, wenn wir es noch schaffen sollten. Oh, damn!